Es ist der 4. September 2022 und wir stehen mit unseren Freunden und Familie am Radolfzeller Bahnhof. Unsere Räder sind gepackt mit unserem ganzen Hab und Gut. Es ist ein tränenreicher Abschied, denn wir gehen auf Weltreise. Wir sind Toffe und Maria und wir wollen die Welt sehen. Mit der Biberbahn fahren wir erstmal bis nach Munderking. Von dort aus folgen wir der Donau. Schon die ersten Reparaturen, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Naja, nur eine kleine Änderung. Wir sind jetzt hier an unserem ersten Spot. Wir haben da so ein kleines Bootshäuschen gefunden. Wir dachten, da muss doch bestimmt eine gute Stelle sein. Und tada, hier ist ein kleines Stegchen, wo wir jetzt unser Abendessen zubereiten werden. Und da hinten werden wir wahrscheinlich irgendwo unser Zelt aufschlagen, sobald es anfängt zu dämmern. Nach den ersten Anfangsschwierigkeiten mit unserem neuen Benzinkocher klappt es dann doch noch, unsere letzten Vorräte von zu Hause zuzubereiten. In unserer ersten Nacht halten uns neue, fremde Geräusche wach. Mit müden Augen starten wir in den neuen Tag. So, erstes Etappenziel haben wir erreicht. Könnt ihr schon erraten, was es ist? Ulm! Noch ein kurzes Stretching, einen kleinen Abendspaziergang und ab ins Zelt. Guten Morgen, Sonnenschein. Wir haben jetzt ganz schnell zusammengepackt, weil es anfängt zu regnen. Und wir wollten nicht, dass das Zelt nachher nass eingepackt werden muss. Hier sieht man es ein bisschen auf dem See und hinten ein wunderschöner Regenbogen. So wacht man noch gerne auf. So, wir haben jetzt fast Einse, fast die 50 Kilometer geschafft, die ersten. Wir sind jetzt bald in Neuburg, müssten noch so, weiß nicht, 5 Kilometer sein oder so. Da machen wir dann Mittagspause, gibt es einen kleinen Snack und dann mal schauen, wie weit wir heute noch kommen. Wir erkunden die Stadt und genießen unser erstes kühles Pilz. Nach weiteren 20 Kilometern suchen wir unseren heutigen Schlafplatz, erfrischen uns in der Donau und genießen den Sonnenuntergang. Die Nächte in freier Natur werden immer besser. Trotzdem gehen wir bei unserem ersten Städtetrip in Regensburg auf einen Campingplatz und lassen uns fürstlich bekochen. Wir erkunden die Stadt und ich präsentiere Marias neue Fahrradtasche.
unser heutiges Frühstück. Valhalla! So, das Zelt steht. Wir haben uns schon ein bisschen eingespielt in unsere abendliche Routine. Ich baue das Zelt auf. Hoffa kocht. Heute gibt's Nudeln. Und Tomatensoße, Basilikum. Lecker. Ja, wir haben heute ganze 100 Kilometer gemacht und sind etwas später an unseren Platz gekommen. Deswegen ist es jetzt schon fast dunkel. Aber wir haben wie immer ein schönes Plätzchen direkt an der Donau. Guten Hunger und gute Nacht. Willkommen in Passau. Hallo, wir sind heute auf unserem Campingplatz angekommen, an der schönen Ilz in Passau. Passau ist ein bisschen in die Richtung, die Donau fließt so und die Ilz fließt in die Donau rein. Hier ist unser Campingplatz. Und sieht man nicht hier. Ich glaube, es sind so 12 bis 13 Grad. Es hat gerade eben geregnet. Und jetzt lassen wir uns hier mal eine Runde baden. Genau. Ich muss den Vorreiter spielen. Ach, wunderschön warm. 15 Grad. Ein Traum. Ade. Nach dieser kühlen Erfrischung laufen wir durch die schönen Straßen der Altstadt. Wir erwarten freudig unseren Freund Christian, der uns nun eine Woche begleiten wird. So, wir sind heute knappe 90 Kilometer gefahren. Heute Morgen haben wir uns noch Linz angeschaut. Um 12 sind wir los. Die Zelte sind aufgebaut. Heute haben wir einen Platz leider direkt am Fahrradweg. Aber es ist sehr ruhig. Also bisher ist ein Pärchen vorbeigefahren. Wir sind bestimmt schon eine halbe Stunde hier. Und dafür mal wieder direkt am Wasser. Da unten wird wie immer gekocht. Es gibt die gute alte Nudel und vielleicht gibt es morgen früh ein schönes frisches Bad in der Donau. Wir genießen die wunderschöne Landschaft der Wachau. Vom Fahrrad aus geht das besonders gut und so nutzen wir den Tag und fahren 140 Kilometer bis nach Wien.
Wir flanieren durch den Garten von Schloss Schönbrunn, genießen ein Stück Sachertorte und besuchen den Prater. In Bratislava verbringen wir unseren letzten gemeinsamen Abend. Und bevor wir aufwachen, ist Christian schon auf dem Weg in die Heimat. Es war eine lustige und gesellige Woche. Nach 2 Wochen erreichen wir Ungarn und somit unser drittes Land und knacken noch am selben Tag die 1000 Kilometer. Dafür lassen wir uns reichlich belohnen. Da ich übrigens schon kurz nach der Abfahrt in Radolfzell unsere GoPro im Zug liegen ließ, haben wir nur ein paar Handyaufnahmen für unser erstes Video zur Verfügung. Ein netter Herr hat sie aber Gott sei Dank gefunden und bei einem Zugwart abgegeben. Dieser hat uns die Kamera per Post nachgesandt. Vielen Dank an dieser Stelle an Willi und den unbekannten Finder. Die Sonne ist wieder da. In Budapest übernachten wir das erste Mal bei einem Couchsurfing-Host, der lieben Josie. Die Stadt gefällt uns so gut, dass wir noch einen Tag länger bleiben als geplant. Auf der Margareteninsel lassen wir uns von dem Musikspringbrunnen berieseln. Wir laufen durch die liebevoll eingerichteten Räume der Simplakert-Bar und schauen uns den Sonnenuntergang von der Fischerbastei an und haben so eine tolle Aussicht auf das Parlamentsgebäude. Wir treten in unsere erste Touristenfalle und genießen traditionelle ungarische Speisen. Und Getränke. Hier in Ungarn an der Donau sind wirklich überall so kleine Stege. Bin mir nicht ganz sicher, die meisten scheinen privat zu sein. Aber ich glaube, es sind nicht alle privat. Jedenfalls ist es sehr schnucklig. Hier wird sehr viel geangelt. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir vielleicht auf eine
sind auf dieser schicken Stege dabei mit Bänken. Lecker. Den Langosch mussten wir unbedingt noch probieren, bevor wir die serbische Grenze erreichen. Wir haben heute Rückenwind, richtig geil. Die ersten 20 Kilometer sind so schnell vorbei gewesen. Richtig Bock heute. Dann erreichen wir Sombor. Wegen Krankheit bleiben wir hier 4 Tage und weil uns der Campingplatz so gut gefällt. Ab hier haben wir nun auch unsere GoPro wieder am Start und nehmen euch in unserem nächsten Video mit auf eine Rutschpartie auf schlammigen Wegen.